Man hört ja immer wieder, dass den Schülern in den USA nicht die ganze Geschichte beigebracht wird. Gerade wenn es um die Entstehung der US und insbesondere um die amerikanischen Ureinwohner geht. Stimmt das? Heute zeige ich euch das Highschool-Geschichtsbuch von meinem Sohn. Okay, das ist das Geschichtsbuch von Julian. Das ist ein richtig dickes Teil mit über 500 Seiten. Lola ist auch da. Ja, und der Titel des Buches ist A Nation Conceived in Liberty. Das heißt übersetzt eine in Freiheit gezeugte Nation. Was ja in sich auch schon ein fragwürdiger Titel ist. Und ich habe da einfach mal alles markiert, was hier über die amerikanischen Ureinwohner drin steht. So, machen wir mal das gute Stück auf. Und es geht hier am Anfang eben los damit. Hier geht's los, wie Columbus also in North America ankommt und er eigentlich denkt, er hätte Asien erreicht. Und hier ist erstmal wird überhaupt gar nicht davon gesprochen, dass da irgendwelche Ureinwohner leben. Und es geht gleich los, hier wird Jamestown errichtet. Und ja, wir sind jetzt hier erstmal fröhlich drauf los. Und auf einmal, hier wird ein wenig was erwähnt. Hier wird auf einmal gesagt: The building of English settlements had harmful effects on local American Indian tribes. Also hier geht es dann mal los, wo gesagt wird, ja, schädliche Auswirkungen gab es auf die amerikanischen Ureinwohner. Und dann wird so ein bisschen was darüber geschrieben, aber irgendwie ein bisschen verharmlost. Also hier zum Beispiel, die Indians became dependent on European goods, also sie sind abhängig geworden von den Waren von Europäern. Außerdem sind sie gestorben wegen den Smallpox. Ja, und dann steht hier sogar, die relations between Indians and colonists were often friendly at first. Also die waren zuerst freundlich. Farther south, also weiter im Süden, haben dann die Tuscarora oder wie auch immer man es ausspricht, die haben dann einen Krieg angefangen gegen die englischen Pilger. Dieser Konflikt hat dann also mehrere Jahre gedauert, bis die Tuscarora endlich bekämpft waren. So, und dann haben wir wieder gar nichts. Mehrere Seiten, wo es eigentlich nur um allerlei Dinge geht, die überhaupt nichts mit den amerikanischen Ureinwohnern zu tun haben. Und hier haben wir dann einen Paragraph, der das Ganze nochmal zusammenfasst. Im Grunde so ziemlich das Gleiche wird nochmal gesagt. Aber es wird, wie gesagt, wieder sehr verharmlost. Beziehungen zwischen den Pilgern und den Indianern waren sehr friedlich am Anfang. Und dann haben die Indianer den Kolonisten gezeigt, wie man Pflanzen anbaut. Und dann haben sie gehandelt, dass sie zum Beispiel Fell und Essen gegen Waffen und solche Sachen ausgetauscht haben. Es kam aber zu einigen Konflikten. Aber im Mittatlantik, da gab es nicht so viele Konflikte. Und das war es dann schon. Und dann, ja, kommt wieder überhaupt gar nichts darüber, sondern eher nur darüber, was für Pilger alles noch so angekommen sind. Und dann haben die sich ja miteinander auch ständig bekämpft. Es ging oft um Land und um Grenzen, die haben sich ja dann einfach das Land irgendwie eingeteilt. Ja, und da geht es dann jetzt ewig darum und hat überhaupt gar nichts mehr mit den amerikanischen Ureinwohnern zu tun. Und hier haben wir dann einen Paragraph, wo ein bisschen mehr darüber gesprochen wird, dass dann jetzt also überlegt wurde, was machen wir jetzt eigentlich mit den Indianern. Hier steht: Members of Congress debated whether to move the Indians to reservations, whether to promote assimilation or whether to eliminate them. Also hier wurde überlegt, soll man denen jetzt Land geben, wo sie drauf leben können, oder soll man sie einfach zu Amerikanern machen oder soll man sie alle einfach umbringen? Ja, und da wurde sich dann einfach darauf geeinigt, so steht es hier, in einem Special Peace Commission, also in einem friedlichen Vertrag, dass man sagt, nee, ihr kriegt einfach ein bisschen Land und dann dürft ihr dort leben. Ja, so einfach ist das.
Und dann wird hier auch berichtet über die Indian Wars in 1874. Dass also 2000 von den Sioux von dem Colonel George Armstrong Custer ganz viele Soldaten umgebracht haben, und zwar mehrere hundert. Also hier wird wieder nur darauf eingegangen, wie im Grunde die Indianer Pilgrims umgebracht haben. Und hier geht es ein bisschen mehr um das Leben, wie das war für die Indianer, aber so richtig in die Tiefe geht es auch nicht. Hier steht, die Indian Tribes generally enjoyed a large degree of independence. Also sie hätten große Unabhängigkeit gehabt dort. Also als wäre es wirklich was Gutes. Und hier wird dann auch ein bisschen darauf eingegangen, dass also die Kinder in eine Boarding School gegangen sind. Aber es wird irgendwie so beschrieben, als wäre es was ganz Positives und gar nicht, dass also denen was quasi auferzwungen wurde. Hier sieht man ein paar Studenten, also ein paar Schüler, die also dann auf einmal in eine neue Schule mit neuen Sichtweisen gehen mussten. Und jetzt, das war also, was ich gefunden habe darüber. Und jetzt passiert gar nichts mehr. Nicht eine Silbe im Rest des Buches. Also da gehen wir jetzt zeitlich halt voran, aber es wird überhaupt gar nichts, nicht eine Silbe mehr verloren über die amerikanischen Ureinwohner. Irgendwie wird alles immer nur als unvermeidlicher Konflikt dargestellt, mit dem die Kolonisten vernünftig umgegangen werden. Nur ein Bundesstaat, nämlich Washington, verwendet überhaupt das Wort Genozid, also Völkermord. Nur 4 Staaten erwähnen, dass die Kinder der amerikanischen Ureinwohner von ihren Eltern getrennt wurden und in Boarding Schools, so eine Art Internat, gezwungen wurden, um ihnen eine euro-amerikanische Lebensweise beizubringen. Eine Studie von Forschern der Pennsylvania State University aus dem Jahr 2015 ergab, dass 87% der Inhalte, die über amerikanische Ureinwohner gelehrt werden, nur den Kontext vor 1900 enthalten. Das bedeutet, US-Schulen lehren im Grunde, dass amerikanische Ureinwohner Geschichte sind. Und viele Schüler glauben tatsächlich, dass alle tot sind. Und sie wissen überhaupt nicht, dass es nach wie vor Probleme gibt der Behandlung der amerikanischen Ureinwohner. 27 Staaten haben in ihren Geschichtsstandards keinen einzelnen amerikanischen Ureinwohner genannt. Fazit: Die meisten Schüler in den USA erhalten tatsächlich keine umfassende tiefgründige Erklärung der Entstehung der USA und insbesondere des Genozids der Indianer. Ich denke auch, dass vielen Schülern nicht klar ist, dass es hier um Millionen von amerikanischen Ureinwohnern geht, die ausgerottet wurden. Wie gut die Aufklärung ist, liegt wahrscheinlich am jeweiligen Lehrer oder ob die Eltern richtig aufklären. Aber auch in welchem Staat die Schule ist. Zum Beispiel in Oklahoma, Oregon, Washington oder Wisconsin ist inzwischen die Aufklärung über die Entstehungsgeschichte in der Schule Bestandteil. Interessant ist irgendwie auch, wie unterschiedlich die Aufklärung über den Genozid im Vergleich zu Deutschland gehandhabt wird. Während es hier von den meisten Staaten nicht einmal als Genozid anerkannt wird und sich im Grunde totgeschwiegen wird, so müssen Kinder in Deutschland Tag ein Tag aus hören, was geschehen ist, damit so etwas bloß nicht noch einmal passiert. Ist eine Highschool in den USA eigentlich nur wie eine Hauptschule in Deutschland? Das könnt ihr hier sehen. Tschüss!